Höllenangst. Jo. Mit? Jo, Mann. Final Prayer. Walk from Heart to Mouth. Und? Make it count. In your face. Nichts Besonderes passiert in den 5 Tagen? Nö, eigentlich nicht. Alles die normalen bescheuerten Sachen. Also, ja, wir hatten nur 3 ausverkaufte Shows bis jetzt. Ja. Hamburg. Aber die heutige sieht vielleicht ganz gut aus. Seid ihr aufgeregt in Berlin? Ja. Oh ja, ja Mann. Praktisch Mama da. Das Schwierigste an dieser Tour ist, das sind 3 befreundete Bands, 18 Freunde. 18 Vollidioten. 25 Egos. Ja, und wenn man nicht 111% gibt, loost man am Abend gegen jede andere Band. Das heißt, Vollgas geben. Das habe ich sehr wörtlich genommen und habe sozusagen meine Finger blutig getrommelt, damit ich so ungefähr bisher an Paul rankomme. Unterschiede sind... Kaum zu hören. Und auch wenn der Tourname Berlin Angst ziemlich hart rüberkommt, haben wir 2 Geburtstagslieder gesungen. Ja. Einmal in Bad? Nee. Lichtenfels. Mutti. 18 Leute vor einem Haus und plötzlich Happy Birthday. Liebe Birgit. Birgit. Und in Berlin auch noch. So, wir sind jetzt hier alle zusammen, fast die gesamte Berlin Angst Crew. Und wir werden jetzt meiner Mama ein Geburtstagsständchen bringen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Barbara! Happy Birthday to you! Wie seid ihr auf den Namen gekommen oder wie seid ihr allgemein auf die Idee gekommen, alle 3 mal zusammen zu tun? Wir hatten ursprünglich, wir haben in Bayreuth zusammen gezockt. Irgendwann, weiß ich nicht, Mitte des Jahres. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert super und die Leute haben uns auch gut akzeptiert, jede einzelne Band, obwohl wir eigentlich alle komplett ganz andere Musikrichtung machen. Hat trotzdem gut funktioniert und seitdem schlafen wir auch miteinander. Seitdem schläft Hannes mit jedem. Ja, die Idee kam halt irgendwie in Kassopeia. Wir haben uns da wieder alle gesehen und haben drüber gequatscht, dass wir auf jeden Fall mal das Ding festmachen wollen, eine Tour zu machen. Und haben einen Zeitraum uns ausgesucht. Und das Krasse ist, wir haben es sogar gemacht. Ja, Mann, und ey, es ist tatsächlich passiert. Weil ihr seht es jetzt hier so und das könntet ihr nicht, wenn es so nicht gewesen wäre. Na klar, Jungs, heute was Besonderes geplant oder so? Heute alle Bands. Also ich hab Bart ab. Das ist das erste Mal. Ich rasier mir den Bart ab. Das ist geplant. 2 Monate auf der Bühne? 2 Monate, ja, könnte man ja fast machen. Weil wir haben Rasierer da. Ja, weil ich hab meinen extra mitgenommen. Ey, wer du spielst, du bewegst ja eh nicht. Also da sind nur noch 17 Freunde. Ja, ich glaube, Wefan werden sich auch was Besonderes ausdenken und sich Bärte stehen lassen. Wir werden uns auf der Bühne Bärte wachsen lassen. Ich hab alle mit einem Lächeln im Gesicht sehen. Aber ich will jeden verfickten Menschen, euch da oben, ich will euch alle in Bewegung geben. Seid ihr aufgeregt? Ja. Oh ja. Berlin ist immer, egal wo du spielst, scheißegal, wenn du in Berlin bist. Also ich hab immer schön... Eine Wortmeldung hier? Ja. Es gibt noch einen Fakt, den, glaube ich, jeder in diesem Raum und in diesen ganzen Bands unglaublich abfeiert. Also ich spreche für mich, dass wir das erste Mal auf einer großen Leuchttafel mit unserem Bandnamen ausgeschrieben stehen. Draußen vorm Lido gibt es wirklich eine Leuchttafel. Alle Bands drauf mit Fatman's Warface, mit dem Ausrufezeichen von Make It Count.
mit dem Tag und der Uhrzeit, das ist der Wahnsinn. Und ey, und das ohne, hat sich gelohnt? Ohne Schreibfehler. Das ist Wahnsinn. Ja. Stimmt. Nicht Vollrotz, nicht Final Pale, alles richtig, Alter. Und endlich profitieren wir einmal von unserem langen Namen. Wir haben eine ganze Zeile nur für uns. Die nackten, die blankgelegten. Kalkül nenne ich sowas. Ja. Hey, klar, danke, Lido. Wird geil. Dann würde ich sagen, danke ich euch. Habt ihr noch? Wahnsinn, vielen Dank, Marco. Jo, danke, Marco. Thank you.